Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Hörbude. Es ist alles bereit. Wir haben den Boss Rush durchgespielt und machen uns nun auf zum großen Finale von Okami HD. Es fehlt noch ein Gegner, der finale Boss. Und wie ich das Spiel kenne, 20 Minuten Cutscenes. Das Einzige, was ich schon weiß, ist, dass der Final Boss meiner Meinung nach den relativ mit Abstand besten Track im Spiel hat. Ich glaube, das ist die Finalphase. Okami Amaterasu, es hat nach so langer Zeit begonnen. Die Wellen der Finsternis haben nun doch begonnen zu rollen. All diese böse Macht, ich halte das nicht mehr länger aus. Amaterasu, es gibt da noch eine Sache, die ich dir sagen muss. Der Mann vom Mondstamm mit dem goldenen Haar. Ich möchte, dass du ihm etwas sagst. Die göttlichen Wesen werden niemals vergessen, wie er an deiner Seite gekämpft hat, als Orochi angegriffen hatte. Wir werden ihm für immer dankbar sein. Aha. Interessant zu wissen, warum verkrampft ihr euch immer so beim Verschwinden? Das sieht komisch aus, Leute. Und da ist dann wohl der Weg zum großen, finalen Bosskampf. Und soweit ich weiß, ist der Kampf echt groß. Der dürfte ein paar Phasen haben. Und ist er schwer? Nein, wir sind in Okami HD. Krass. Also. Okami Amaterasu. Schon dich mit meinen eigenen Augen sehen zu können. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Freude mir das bereitet. Es schmerzt mich, dass ich nicht bis zum Ende bei dir bleiben kann. Aber ich weiß, dass du uns nicht enttäuschen wirst. Jetzt werde ich mich den anderen anschließen, aber ich werde dich niemals vergessen. Und auch nicht, wie wir zusammen auf den Feldern unserer Heimat spielten. Ich bete, dass du immer hell scheinen wirst, Amaterasu. Warum verkrampft ihr euch alle so? Wenn man so beim Sterben aussehen würde, wäre das sehr komisch. So, auf geht's. Guck mal, die dunkle Materie aus Super Mystery Dungeon. Oh, nee, doch nicht, sorry. Da bist du ja, Amaterasu. Ich dachte, ich könnte das erledigen, bevor du ankommst. Aber wie es aussieht, habe ich mein Limit erreicht. Wie bist du überhaupt hierher gekommen, wenn das Portal erst nach dem Besiegen aller Zwischenbosse erschienen ist? Auch wahr. Das bringt Erinnerungen zurück, nicht wahr, Darling? Erinnerst du dich, wie wir gemeinsam auf der göttlichen Ebene Orochi gegenüberstanden? Offensichtlich nicht, aber sieh, es ist in Finsternis verhüllt, aber mach keinen Fehler. Das ist niemand anderes als Yami, der böse Herrscher der Finsternis. Ach so, ich dachte, er wäre ganz lieb, der Herrscher der Finsternis. Danke, dass du das dazu gesagt hast. Er war es, der die göttlichen Wesen an Bord dieser Arche ermordete und Unglück über das Land der Sterblichen brachte. Natürlich ist es zu dunkel, um seine wahre Form zu sehen. Und so beginnt es. Der verfluchte Tag der Finsternis ist da. Das hat so lange gedauert und dann passiert das in 5 Sekunden, ne? Are you serious? All die Sternzeichen sind hier im Hintergrund und es ist eine Murmel.
Verzerrungen in Raum und Zeit erzeugen dieses Phänomen. Dieses unglücksbringende Ereignis findet nur einmal alle 100 Jahre statt. Und natürlich ist es genau heute. Niemand, nicht einmal die Götter, haben die Macht, es aufzuhalten. What the fuck? Trotzdem werde ich standhaft bleiben und diesen Kampf bestreiten, weil ich es war, der die Arche der Yamato auf die göttliche Ebene gebracht hat. Aber ich war mir nicht bewusst, dass das Böse in seinen Tiefen lauerte. Ich habe den Tod von zahllosen, unschuldigen, göttlichen Wesen verursacht. Und ich habe einen Fluch über das Land der Sterblichen gebracht. Wie auch immer, ich kann weder meine Taten noch die Vergangenheit rückgängig machen. Digga, was hast denn du für Haare? Er ist schon, aber das ist ein bisschen übertrieben. Amaterasu. Orochi kann nur durch die Macht des Auserwählten besiegt werden. Das war es, was ich dir gesagt habe. Und du hast ohne Fragen zu stellen auf mich gewartet. Du hast geduldig in diesem Land der Sterblichen gewartet. Du hast auf den Tag gewartet, an dem Nagi, der Auserwählte, geboren wurde. Du hast an mich geglaubt, obwohl du wusstest, dass ich ein Angehöriger des verfluchten Mondstammes bin, der aus dem Reich des Mondes geflohen war. Ich war tief bewegt von deinem aufrichtigen Geist. Darum hat mein Glaube an dich seit diesem schicksalhaften Tag, an dem wir Seite an Seite gegen Orochi gekämpft haben, nie gewankt. Amaterasu, du musst zur göttlichen Ebene zurückkehren. Du musst dorthin zurück, um dieser Welt den Frieden zu bringen. Bin ich der Einzige, der solche Slow-Mos komplett antiklimatisch findet? Ich finde, das wirkt richtig billig. Also, ich denke dann, dass es losgeht, ne? Auf geht's, Yami Battle! Ich muss erstmal gucken, was ich machen kann. Ich habe natürlich keine einzige Tintenfähigkeit. Bringt es irgendwas, zu versuchen anzugreifen? Ja, definitiv nicht so. Der wirkt broken. Natürlich macht er ein Loch in den Boden! Keine Ahnung, ob das Sinn macht, dass ich hier versuche, den anzugreifen. Ich meine, Schaden mache ich ihm nicht, das ist klar, aber... Aha. Okay, es hat anscheinend Sinn gemacht. Es hat Sinn gemacht und wir bekommen was wieder. Restauration. Wie ging die? Die Fähigkeit war halt for real die irrelevanteste im ganzen Game, seien wir ehrlich.
Aya-Spiel. Okay. Oh. Okay, nächste Ability. Die Perlen sind anscheinend wirklich eine sinnvolle Sache hier. Natürlich, wenn man sie hat, hatten wir ja in der ersten Phase auch nicht. Jetzt haben wir wieder einen Kraftstreich. Oh, und können Schaden machen. Wofür ich dann gleich eine neue Ability bekomme. Welche ist es? Grüner Daumen. Hä? Und wie soll ich die auf den einsetzen, wenn nirgendwo Pflanzen sind? Ach so, grüner Daumen war das da. Lebensleiste ist leer. Was macht das jetzt? Das macht auf jeden Fall, dass ich dieses Loch wieder voll mache. Wasser habe ich noch nicht. Und wie soll ich ausweichen? Das gibt's ja, stimmt. Okay, er teilt sich in Scheiben. Geh hoch. Natürlich baut's eine Jump-Run-Passage mit Codekamera am Ende. Ja klar hat mich das noch getroffen. Gibt's wieder eine neue Ability? Jawohl. Und es muss die letzte Phase vom Kampf sein mit der Musik, weil das ist nicht die, die ich gemeint habe. Okay, kann sein, dass es mehrere gibt, aber... Haha, Bomben... Mehr Jump'n'Run! Ob, ey. Er hatte keine Leben mehr. Ich wollte, dass er stirbt, bevor ich Schaden nehme. Also. Ah, super. Ernsthaft? Auf Deutsch, der chillt jetzt für eine halbe Stunde auf null Leben. Weil ich zu gut war für ihn. Soll ich ihm nochmal Wasser strahlen? Wow, zu spät. Obwohl, er gibt trotzdem. Gönn, Brudi, gönn! Gib mir Fähigkeit! Mondschein. What? Warum geht der Mond jetzt nicht? Hä? Ah. Oh mein Gott, Hilfe, Glücksrad. Das wirkt wie eine ganz lustige Phase. Ich hab Bock. Wait, habe ich das Richtige getroffen? Ach so. Ich dachte schon, ich habe jetzt einfach wirklich Glücksrad durchgelackt. Ah, ich kann
Was? Wow, hat viel gebracht. Auf Deutsch ist jetzt wirklich die ganze Phase Glücksrad. Was, um ihn umzubringen? Lol. So, Inferno wieder da. Ah, danke. Inferno ist meine Lieblingsability in dem Spiel, weil die einfach nie funktioniert. Trotzdem funktioniert Inferno einfach nie, diese Scheiß-Ability. War das auch geskriptet? Wäre lustig, wenn nicht. So. Nebelschleier. Oh. Ich habe aber keine Ahnung, was ich treffen muss. Was hat mir viel Leben gegeben? Nö. Ja, klar, sich treff's. Alter, diese Attacke ist die schlimmste. Als ob das nicht gezählt hat. So, das war's mit der Phase. Glücksradphase ist auch durch. Was machst du jetzt? Ach stimmt, ich habe ja Lightning noch nicht. Ach, Regileki, du bist es! Warum ist hier auf einmal eine Katzenstatue? Ich habe immer noch keine Elektro-Ability. Alter, ich stell mich auch nicht gut an in dem Battle. Kannst du das unterlassen, bitte? Natürlich trifft mich das. Ja, okay, ich schätze mal, ich krieg genau nichts mehr raus. Wie wär's, wenn du mir langsam eine Ability droppst? Ja, sicher! Da, genau das sollst du. Gib mir Abilities. Katzenfuß. Wait, what? Die gibt nur Items. Mann, was eine gute Ability. Kassier, du Keck. Nächste Ability. Diesmal ist es wohl Blitz. Jawohl. Genau die Attacke brauchen wir. Warum kann ich nicht die Gewitterwolken nutzen? Jetzt.
Jetzt können wir ihn gut verletzen. Oh, wir hatten noch nicht alle Abilities. Ach stimmt, das gibt's ja. Stimmt, da könnte das Eis hier überall vielleicht Sinn machen. Okay, wir haben eingefroren irgendwie. Ich komme da nicht mehr rechtzeitig hin, um irgendwas anderes außer Perlen zu nutzen. Also, mach wieder die Attacke, bei der ich das machen kann. Danke. In der Phase muss ich auf jeden Fall dran. Reicht das? Ja. Es hittet stark. Regilegi haben wir auch besiegt. Aber allein wegen der Musik weiß ich, dass es das noch nicht war. Ähnlich schlecht, Fake Neu. Ja. Wo kommst du her? Nun, du weißt, was jetzt kommt. Lass dein berühmtes Siegesgeheul erschallen. Aha. Ja, hab ich mir gedacht. Gutes Siegesgeheul, würde ich behaupten. Noch nicht, ich kann sowieso nicht pausieren. Also, das sieht nach finaler Phase aus. Und Leute, Regilegi hat sich zu Endynalos entwickelt. Ah, dieses Fake-Knoll ist immer am Rumträumen. Emmy schafft ohne meine Hilfe aber auch überhaupt nichts. Wer bist du? Meint dieses Hündchen irgendwo Schwester? Ist deshalb der Sonnenschein verschwunden? Ich habe das Hündchen jetzt schon seit einer Weile nicht mehr gesehen. Hat man geredet, dass es so etwas wie Götter nicht gibt, das alles verursacht? Schneeflocke, der Löchergrabekönig. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass du ein Gott bist. Du wirst aus Hayabusa ein nervöses Wrack machen, wenn du die Sonne nicht bald wieder zum Schein bringst. Oh, die Musik. Amaterasu, hab Dank. Dank dir können wir jetzt wieder unser Dorf selber beschützen. Aber du musst stark sein und über das Böse triumphieren. Für die Hundekrieger, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dich noch einmal wiederzusehen. Die habe ich schon zusammengeschlagen, keine Angst. In diesem Gott hat das Feuer der Leidenschaft gebrannt. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber wenn diese Promenadenmischung nicht aus seinem Versteck kommt, dann werde ich ein wirklich großes Ding hochschicken müssen, um seine Leidenschaft neu zu entfachen. Oh, also war dieser Wolf wirklich ein Gott? Vielleicht hätte ich ihm etwas von meiner Bambusware opfern sollen. Vielleicht ist es meine Schuld, dass die Sonne nicht scheint. Wer hätte je gedacht, dass dieser Frechdachs wirklich die wiedergeborene Shiranui war? Ah, wie diese Göttin meine Kirschkuchen geliebt hat. Wurde diese Finsternis vielleicht ausgelöst, weil sie hungrig ist? Piep. Der Boss ist am Beten. Schneeflocke, ist irgendwas passiert? Warum ist die Sonne auf einmal verschwunden? Warum habt ihr alle Zettel in der Hand? Könnt ihr euren Text sonst nicht, oder was? Bello würde sich nicht einfach umdrehen und im Angesicht des Bösen sich totstellen. Kein Waffenbruder von mir würde das auch nur im Traum tun.
Irgendwas an deiner Pinselarbeit berührt das Herz, Isun. Du hast also doch nicht das Künstlerdasein aufgegeben. Wenn man versucht, etwas zu meistern, dann wird es entweder ein Erfolg oder ein Misserfolg. Aber der Versuch selber ist es, dass das wahre Ziel ist. Glauben an deine Stärke und du wirst deinen eigenen Weg schon gehen. Isun, ich sehe, du bist endlich dem Ruf gefolgt. Deine Entschlossenheit ist immer noch eine andere. Ich meine, es deutlich in deinen Bildern zu sehen. Ah, die können ihren Text also doch. Sie haben die Macht, die Herzen der Menschen anzusprechen und ihren Glauben an die Götter zu entfachen. Amaterasu, ihr Glaube soll deine Macht sein. Hä? Er hat's geschafft? Mein Enkel hat's geschafft? Sieh dir nur diese Seele hinter dieser wunderbaren Pinselführung an. Er hat den Titel eines göttlichen Gesandten wirklich verdient. Es sind Arbeiten wie diese, die den wahren Glanz der Götter zeigen und die Menschen auf den rechten Weg führen. Es gibt eine Sache, der ich mir sicher bin, Amaterasu. Du hast einen viel besseren Begleiter gefunden, als ich es je hätte sein können. Are you sure about that? Okay, ich weiß, dass es ein bisschen schwierig ist, in dieser Finsternis zu sehen. Aber schaut euch mein neuestes Werk an! Isun, der wandernde Künstler, präsentiert seine Interpretation von der großen Göttin Amaterasu. Kannst du mich hören, Emmy? Du wirst doch ohne mich zurechtkommen, oder? Du musst dich zusammenreißen. Ich habe endlich meinen Pfad gewählt. Und ich habe die Entschlossenheit, es durchzuziehen. Ich bereise das Land als dein Missionar. Aber du musst auch deinen Teil dazu beitragen. Guck nicht so traurig. Woher weißt du, wie ich gucke? Sei fröhlich, wie wir es immer waren. Erinnerst du dich? Ja, das ist tatsächlich eine gute Idee. Auch für alle, die gerade das Video gucken. Abo dalassen. Ups, das hätte ich ja fast vergessen. Guckt euch einmal das hier an. Es ist die große Göttin Amaterasu, wie sie vom Himmel herabsteigt. Das ist, irgendwie wirkt es gerade, als wäre es so ein richtiger Trend-YouTuber, der jedes Video nur dasselbe macht. Amaterasu ist gerade Nummer 1 trending. Ganz nett, was? Alter. Ja! Er hat eine Daumen-Runter-Attacke. Oh mein Gott, seid nicht wie Ami. Amy hat noch vor kurzem aus dem Himmel auf uns herabgelächelt. Irgendwas muss aber die Konzentration des Fellknolls gestört haben. Warum ist die Welt verdunkelt worden? Ohne Amy können wir draußen keinen erholsamen Nickerchen mehr machen. Der Reis wird nicht wachsen. Okay, das ist schlimm. Pflanzen und Blumen werden verwelken. Wäsche nicht trocknen. Oh mein Gott. Monster werden umherstreifen, als ob alles ihnen gehören würde. Mit anderen Worten, unsere Welt wird in einem totalen Chaos versinken. Niemand möchte in so einer Welt leben. Besonders ich nicht. Also kommt schon. Lasst uns alle gemeinsam zur großen Göttin beten. Lasst uns Emmy zeigen, dass wir wirklich an sie glauben. Faltet eure Hände zum Gebet und legt los. Vater unser im Himmel, ich meine, lasst unsere Dankbarkeit offen zeigen. Ich meine, wir sollten nicht nur beten, wenn wir etwas wollen. Wir sollten auch ab und zu mal daran denken, wie sich die Götter fühlen müssen. Wir sollten ihnen einen Teil ihrer Bürde abnehmen. Ich will hier nur kurz einwerfen. Ich glaube, irgendwie das mit der halben Stunde wird dezent gar nichts. Die ist nämlich schon rum. Ja, gut, das wird wirklich nichts. Wenn du mit deinem ganzen Herzen betest, wird die Sonne vielleicht erfreut sein, sich wieder zeigen und unsere Welt mit ihrem himmlischen Glanz erleuchten. Sekunde. Ja, dann wird es wahrscheinlich noch irgendwie 20 Minuten mindestens dauern. Schließlich ist das Beste an der großen Göttin Amaterasu diese unbekümmerte Einstellung. Stimmt's, Emmy? Antworte mir, wenn du mich hören kannst. Du großes Fellknäuel. So groß ist Amaterasu jetzt nicht.
Komm Super Saiyajin Form! Ja, und du müsstest die Schnauze halten. So, und das ist das Final Boss Theme. Sekunde, Ton lauter. Ab geht's, Final Boss. Ja, guter Beginn. Sag mal, hört die Attacke auch auf? Hallo? Willst du mich hörst du mal auf? Kamera! Hallo, was genau? Jetzt? Oder? Nee. Wie verletzt? Ich bin sicher, dass eure Gebete Emmy erreicht haben! Jetzt muss ich noch während dem fucking Kampf vorlesen! Und ich weiß ganz gleich, wie dunkel es auch wird! Wo unsere Göttin jetzt ist, dort ist ein strahlendes Lächeln! Darf ich den auch mal angreifen? Dass auch die Sonne zum Strahlen bringen wird. Schön. Weht. Ich bin sicher, dass eure Gebete Emmy erreicht haben. Ich nicht. Und ich weiß. Ah. Ganz gleich, wie dunkel es auch wird. Wo unsere Göttin jetzt ist, du hast ein strahlendes Lächeln. Hast du das nicht gerade schon gesagt? Ja, das hast du schon mal gesagt. Komm her, du Mistviech. Ein bisschen viel. Was? Das stimmt. Und das war's. Diese letzte Phase war jetzt, wenn mit diesem Power-Up und wenn man das mit der Sonne gereilt hat, nicht schwer. Weil der halt wirklich gefühlt. Kannst du entweder laberst du so, dass man irgendwas versteht, oder überhaupt nicht. Aber du sorgst jetzt die ganze Zeit für so ein unverständliches Gemurmel im Hintergrund vom Video. Das war's. Ich stell wieder leiser. Ich hab ein bisschen die Sorge, dass dadurch... Sekunde. Ah nee, ich kann's so lassen. Ich dachte, dass vielleicht das Headset den Fernsehton so mitnimmt und der dann irgendwie doppelt ist. Fantastischer Amaterasu. Was für ein langer und schwieriger Weg das gewesen ist. Nicht wahr, Darling? Aber zum Schluss ist unser Erzfeind Yami, der Herr der Finsternis, der die Finsternis über das Land der Sternsterblichen gebracht hat, doch für alle Ewigkeiten vernichtet worden. Ich muss sagen, ich war wirklich von deinem kleinen hüpfenden Freund überrascht. Ohne ihn hättest du es nicht geschafft. Das kitzelt. Sitz bei Fuß. Du wirst mich noch zu Tode lecken. Nun, Amaterasu,
Es ist an der Zeit, zu noch stürmischeren Gewässern aufzubrechen. Die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ist niemals einfach. Du musst zur göttlichen Ebene zurückkehren und dort die Dinge wieder in Ordnung bringen. Nur so kannst du ein neues Zeitalter des Friedens in der Welt der Sterblichen einleiten. Unsere Reise ist noch lange nicht zu Ende, Darling. Yo! Und jetzt volle Kraft voraus. Nächster Halt, die göttliche Ebene. Nice. Auf geht's. Der Pfad in den Himmel, was? Hey, hört sich irgendwie lustig an. Was? Erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe, als wir uns das erste Mal trafen, Emmy? Es gibt nichts, was mich aufhält, wenn ich erstmal eine Entscheidung getroffen habe. Ich werde irgendwann zu dir zurückkommen, Fellknäuel, und du kannst mich nicht davon abhalten. Aber zuerst werde ich den Glauben der Leute an dich entfachen. Du wirst so viele Anhänger haben, dass du gar nicht mehr weißt, was du mit ihnen anfangen sollst. Du wirst schon sehen. Bis dahin, pass auf dich auf, du großes Fellknäuel. Oh, da war ein goldener Pfirsich. Und da ist dann wohl die göttliche Ebene. Potenzieller Spielort für ein Okami 2, wer weiß. Ach, das war's dann wohl mit Okami HD. Die Credits beginnen an dieser Stelle. Und damit kommen wir zu meiner Bewertung von dem Spiel. Und ich kann mir vorstellen, dass die Bewertung einige vielleicht ein bisschen überrascht. Nun, beginnen wir mit einigen Schwächen des Spiels. Also, auch wenn hier manche, die hier gerade im Raum sitzen, immer sagen, es gab damit keine Probleme. Die Kamera ist schrecklich! Also, ich finde die Kamera ganz schlimm. Die hat oft so gemacht, was sie wollte. Auch gerade beim Finale hat man es nochmal gesehen. Das kann ich nicht wirklich gutheißen. Muss ich dem Spiel auch ein bisschen was für abziehen. Das ist so eine Sache, weiß ich nicht, inwiefern man die wirklich als richtige Schwäche ankreiden kann, aber es ist halt wirklich so, dass mit ein bisschen Ausnahmen das Spiel, je weiter man kommt, besser wird. Das Problem daran ist, das hat man vielleicht auch am Anfang gemerkt, gefühlt je weiter im Let's Play wir kamen, desto häufiger kamen Folgen. Ein Spiel, das einen Spieler am Anfang nicht packt, kann später so gut sein, wie es will. Wenn der Spieler eine Stunde spielt und sich dann denkt, ja, ist nicht so toll, ich spiele nicht weiter. Ich finde, bei Super Mystery Dungeon war es nicht der Fall. Ich mochte gefühlt die erste Hälfte fast lieber. Ich fand die erste Hälfte fast besser. Aber, naja, das ist eben dann ein Problem, wenn sowas passiert. Und zwischendrin gab es dann noch die Phase nach dem Orochi-Battle bis zu Neunschwanz auftreten. Die Phase fand ich auch nicht wirklich gut, muss ich zugeben, von dem Spiel. War relativ, hat sehr langgestreckt gewirkt. Kaiserpalast vermutlich der schwächste Dungeon. Aber ab Kamui ging's dann richtig ab. Da kann keiner was sagen. Spätestens ab Kamui, die Oni-Insel war auch schon echt cool. Die letzten beiden Dungeons waren vom Prinzip her auch echt gut, muss ich sagen.
Aber beim letzten Dungeon, das habe ich schon gesagt und das meine ich ernst, der hatte so nervige Passagen, dass ich für den auch Punkte abziehen muss, letztendlich in der Bewertung. Der letzte Dungeon war schon echt, echt schlimm teilweise. Soundtrack, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich dazu hohe Erwartungen hatte. Es gibt schon viele gute Tracks. Zum Beispiel hier jetzt das Credit-Theme. Du willst mir hoffentlich nicht sagen, dass die Credits gleich rum sind, oder? Das Credit-Theme zum Beispiel ist sehr gut, aber insgesamt gab's doch relativ viele Tracks, die ich nur so mittelmäßig fand. Der Soundtrack ist nicht der größte Pluspunkt des Spiels, was ich allein bemerkt habe. Bei der Blockkopf-Grande-Folge, als ich Musik gesucht habe fürs Vorspulen. Ich habe ewig gebraucht, um eine zu finden, die ich irgendwie passend fand. Und am Ende ist es hier auf das Endboss-Theme gefallen. Aha, da sieht man noch. Ja, das von den Schwächen des Spiels her war es aber auch großteils. Okay, teilweise hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht, man hatte sehr viele Fähigkeiten, die man dann großteils, sobald man sie freigeschaltet hat, ständig nutzen musste. Und irgendwie dann eine Spielstunde später hatten sie keine Relevanz mehr oder nur noch sehr wenig. Hätte man vielleicht gucken müssen, dass man auch alte Fähigkeiten ein bisschen häufiger noch verwendet. Was war gut an dem Spiel? An sich das Gameplay unfassbar kreativ mit dem ganzen Zeichnen. Richtig geiles Gameplay. Ah, moin. Oh, das war Ross! Oh mein Gott, ich verstand nicht, was du in der zweiten Phase gesehen hatte. Oh Mann, ich war noch nicht fertig mit dem Fazit. Das mache ich dann gleich weiter. Und damit ist diese geheimste aller Geschichten beendet. Nun dann, ich würde sagen, das war's für heute. Mit dem Geschichten erzählen. Diese Geschichte beinhaltet die Hoffnungen und Träume von vielen guten Leuten. Bewahre sie in deinem Herzen. Was ist das? Du willst wissen, wieso nur ich alleine diese Geschichte kenne? Die sonst niemand kennt? Du hast die ganze Geschichte erfahren. Und hast es immer noch nicht rausgefunden? Du hast überhaupt nichts verstanden. Mensch, was ist los mit dir? Ich schätze, ich muss die ganze Geschichte nochmal von Anfang an erzählen. Du solltest besser lernen, meinem Pinsel den Respekt zu zollen, den er verdient. Aber egal, ich bin müde. Lass uns Schluss machen für heute. Wenn du erfahren willst, wie es weitergeht, dann werde ich dir den Rest der Geschichte ein anderes Mal erzählen. Bis dahin, gib dein Bestes und eifere den Helden nach, von denen ich dir erzählt habe. Es wird Zeit, diese Schriftrolle einzurollen. Und ihr einen Titel zu geben. Okami Amaterasus Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Und das war's dann wirklich. Jetzt kommt nochmal Credits. Ja, habe ich nichts gegen. Ich war, wie gesagt, noch nicht mit dem Fazit fertig. Das Gameplay von dem Spiel ist wirklich sehr kreativ, sehr geil. Ach, was ich vergessen habe, eine der größten Schwächen des Spiels. Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist halt nicht hoch. Das Spiel könnte einen Hard-Mode gut brauchen. Also offiziell hat es einen, aber der ist gefühlt leichter als der normale Modus. Ja, weil man lauter Waffen und Abilities sowas behalten kann. Alle Waffen sind die stärksten in jeder Kategorie. Ja. Und was hat das Spiel für Stärken? Gegnerdesign, also allgemein, Design, das Weltendesign hier, Artstyle,
Es ist super gut gemacht, das Spiel. Da kann niemand was sagen. Es ist wahrscheinlich einer der besten AAA-Titel, die es so gibt. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der auch hofft, dass Okami 2 kommen wird, was ja anscheinend tatsächlich in Planung ist. Und ich würde es auch definitiv wieder let's playen. Gleichzeitig, es ist ein bisschen komisch mit dem Spiel. Es gibt eigentlich vieles, was mir nicht so gut gefallen hat. Aber das Spiel hat trotzdem seinen eigenen Charme und dadurch zum Beispiel auch mich ans Spiel gehalten. Aber letztendlich ist die Punktzahl, die ich vergeben muss, wohl doch etwas geringer, als viele erwarten würden. Willst du mich verarschen? 1.050.000 Yen. Gesamtergebnisse. 35 Stunden, 52 Tage vergangen, 117 Mal gesaved, keinen Tod. 850 besiegte Gegner, genug Geld verdient, genug Dämonenzähne gesammelt. Nur das Glück passt nicht, willst du mich flachsen? Das Glück, man bekommt noch Belohnungen für diese ganzen Sachen und das Glück ist das Einzige, was mir fehlt, wirklich? Ein Geschenk von Issun. Karma Transformer 1, 2, Karma Umkehrer, Verstreute Perle, Karma Transformer 3 und 4 und 5 und 6. Du kannst das Spiel hier speichern. Dieser gespeicherte Spielstand wird benutzt, um dein neues Abenteuer zu starten. Es wird empfohlen, einen neuen Spielstand anzulegen, anstatt einen zu überschreiben. Well, ich habe zum Glück viele freie Slots. Von Beginn an starten. Das war's mit Okami HD. Von 100 Punkten gebe ich dem Spiel letztendlich... Genau habe ich es mir nicht überlegt. Ich würde sagen 82. Es hat noch ein oder zwei Schwächen auf jeden Fall, die es auszugleichen gelten würde. Ja, was mich vor allem interessiert... Sagtest du nicht, es gibt eine Jukebox? Ja, die ist ja auch drin. Aha, dann denke ich, ist das noch nicht die letzte Folge. Und bei der wahrlich letzten Folge gucken wir uns noch diese ganzen Dinge an. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und oder ein Abo da. Das Video ist viel zu lang. Bis